Es ist Anfang September. In Südtirol, genauer im Dorf Tirol an der Talstation der Hochmutbahn, ist der von Oase Alpine Center angegebene Treffpunkt. Ab der Bergstation zieht sich der Weg in leichtem Auf und Ab am Hang entlang. Die grandiosen Tiefblicke, zunächst auf Meran, dann auf das Passaiertal, werden uns, die Gruppe, die nächsten 3 Tage begleiten. Einen weiteren imposanten Blickfang stellen die mächtigen, teils Jahrhunderte alten Bergbauernhöfe dar. Es ist sehr warm, weshalb alle froh sind, dass der Bergpfad oft durch den schattigen Wald führt. Der Meraner Höhenweg bewegt sich durch über Jahrhunderte gewachsenes Kulturland. Die Tour der Oase geht gegen den Uhrzeigersinn und fordert durch 2 kurze Etappen den Berggeher zu Beginn nicht allzu sehr heraus. Für Ungeübte ist das so eine gute Gelegenheit, sich einzulaufen. Es sollte insgesamt, auch bei den langen Etappen, eine herrliche Tour werden. Stress war ein absolutes Fremdwort. Das Wort Genuss stand an erster Stelle. Nach einer ausgiebigen Rast geht es auf den Bergsteig. Der Meraner Höhenweg wurde 1985 eröffnet, am Berghang entlang dem Brunnerhof zu. Davor werden noch steile Bergwiesen durchquert, dessen Bewirtschaftung durch die Bergbauern bei allen Teilnehmern größte Bewunderung hervorruft. Gut. Geschlossen marschiert die Gruppe auf den Brunnerhof, unserem heutigen Übernachtungsziel, zu. Die Stimmung ist hervorragend. Alle sind gut gelaufen. Und das Wetter trägt seinen Teil dazu bei. Nach dem sehr schmackhaften Essen geht es nochmals raus an die frische Luft. Im späten Abendlicht zeigen sich die über dem Passaiertal gelegenen Saantaler Alpen mit dem Irzinger und dem Hirzer.